Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Crossout-Spaß. Heute versuchen wir nochmal ein paar Dinge zu rocken hier. Und zwar ein paar Drähte zu besorgen. Hol dir die Drähte. Ich hole sie mir. Die Drähte. Nee, vor allem muss ich hier noch ein paar Siege machen mit Schnellfeuermaschinengewehr. Und da habe ich gedacht, ich hole mir die Drähte dafür. Mal sehen, ob es läuft mit dem Auto. Mal sehen. Es kommt mir so schnell vor, das Auto gerade. Obwohl, ich bin ja mit dem Feuerauto gefahren. Also wir haben hier krasse Armee hier am Start. Sergeant Boomer hat auch so ein fettes Auto. Das gefällt mir. Ich mag die großen Autos, die Silver 1. Da gehe ich auch gleich mit ihm drauf. Werde ich hier gleich gemetzelt. Ey, kann mir hier keinen Spaß. Wenn jetzt dritt um die Ecke kommen, ey, dann heißt es hier Schmerz. Und den Bot hat es direkt erwischt. Oh nein, 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 das ist mein Angstgegner. Alle mit Feuer machen mir Angst. Er ist einfach vorbeigefahren. Ich muss dem Boomer helfen hier. Nein, Boomer, du bist zu fett. Vielleicht kann ich was blocken mit meinem Schild. Oh Kacke, ich werde auch sterben. Oh, ich bin hier voll dazwischen jetzt. Es fing gut an, bis es jetzt eklig wurde. Ah, Feuer knabbert mich. Jetzt reicht halt nichts rund um so Feuer. Feuerbück. Ja, Feuer ist natürlich. Feuer ist das Beste gegen Spinne. Feuer ist der Stein gegen die Schere bei der Spinne. Spinne ist die Schere und Feuer ist der Stein und das ist. Was, wir sind alle weggeknabbert von, deshalb der war nur Ablenkungsmanöver. Es sah echt gut aus am Anfang, dachte ich. Boomer und ich hier reingemäht haben. Wir haben auch unser Team gecarried. Oh Gott, wir haben gar nicht viele Punkte gekriegt. Tragisch. Ich hatte mir wieder eine Fahne gebaut den einen Tag. Die ist schon wieder abgelaufen. Ja, ich dachte, Fahne ist eigentlich ganz geil. Um endlich mal die Lunatics hochzupeitschen, weil ich brauche die Lunatics auf 15, um das zweite Buggy-Teil zu kriegen. Und Mr. Pyro, sie haben es ja schon drunter geschrieben, gell, dass ich hier das Buggy-Teil. Nee, Nachricht hast du mir geschickt, ja, ja. Sollen wir jetzt Buggy-Teil machen? Ich will's. Ich will es sofort. Das Schlimme ist, ich müsste die Lunatics eigentlich direkt weitermachen, weil ich glaube, da gibt es auch diesen Power-Slide. Power-Slide sehe ich ganz oft in Builds, das scheint das To-Go-Teil zu sein, was jeder irgendwie liebt. Treffe ich den da hinten? Na klar, ich bin doch Long-Range. Oh no. Krieg's hier. Bruder, ramm mich doch nicht. Oh, oh, oh. Shiny, gib es mir. Nein. Panzer, Bro. Was machen Sachen? Wo ist hier Feuer? Ich höre. Ja, ich habe einen Unsichtbaren erwischt. Jo Mann, Alter, ich dachte, wir sind Bros. Lass mich doch erst die anderen erschießen. Ich muss dem gegen den Flammenmann helfen. Ich kann den Flammenmann nur töten, solange er mich noch nicht tötet. Ah, oh, Panzer Bro, Alter. Panzer Bro ist nicht so nach meinem Geschmack. Hängt zu viel in meinem Weg ab. Das hier fällt mir nicht. Der Fliegemann eigentlich hin. Aua. Haben wir noch genug Männer, um die Schlacht zu gewinnen? Das hier ist doch mein Hassgegner. Der jagt mich doch die ganze Zeit. Ah, ich habe mich gut geschlagen. Ich konnte mich leider nur nicht so richtig auf einen konzentrieren. Ah, der hat Aspekt drauf. Sieht voll groß aus. Schade.
verloren dieses Match. Aber es war eigentlich so, ja, bis so nach und nach unsere gestorben sind. Ja, Miss Mel ist ein bisschen zu früh gestorben. Da hatten wir, unterlegen und dann haben wir uns noch gut geschlagen. Also wir haben alles gegeben. Wo ist mein Gläschen? Ich brauche einen Schluck Wasser. Ah ja, das war gut. Ja, Mist, ich sitze auf Fernbedienung. Das ist nicht so gut. So. Wie sieht es jetzt aus? Okay, Predator und Shiny sind mit dem Gegner-Team. Morph war, glaube ich, letztes Mal auch im Gegner-Team. Ich glaube, das war der, der mich hier mit den Kanonen beschossen hat. Oh nein, Jung Inni Lapke, der hat auf jeden Fall Scorps mit 18.000. Und er schießt auch gut mit den scheiß Scorps. Brutal. Sehr brutal. Ja, mal sehen. Mal sehen, wie es läuft hier. Natürlich muss hier gewonnen werden. Aber man weiß es nicht, gell? Man weiß es nicht, man munkelt nur. Soll ich am Berg? Geht Kaiser auf den Berg, dann gehe ich mit. Jo. Halleluja. Habe ich schon was verloren? Nee, ich bin noch fresh. Kaiser kämpft hier oben. Ah, Porks. Uncool. Ja, und das Don machst du dann Auto. Nein, und der Scorp von der Seite und auch, es ist wunderschön. Ach du Kacke, ey. Komm, den schnell rausnehmen. Okay, beschissener Scorp da hinten. Es ist schwierig, sich auf einen zu konzentrieren. Wenn hier so viele sind. Jo. Jetzt sieht's ganz gut aus für uns. Scheiß Scorp da oben noch. Der da, der ist halt auch echt fies. So, Mastodon Scheiß. Oh, das war schön abgewehrt. Komm, der brennt doch schon, der Mastodon. Shiny, eine Düse schieße ich dir ab und dann fällt sie in die Kacke rein, ey. Soll der halt in die Kacke fallen? Ist mir egal, wenn die Kacke fällt. Einer von den Schweinen muss in die Kacke fallen. Nein, ich fall in die Kacke, ey. Ah. Dreck. Nick the Trigger. Er wäre demnächst reingefallen. Nix zu Trigger. Verdammt, die haben nur einen Scorp. Nein. Das sieht nicht gut aus. Das sieht sehr schlecht aus. Ach, das gibt's doch nicht. Ich habe lange geschossen, habe ich auch viele. Ach, ich habe wenig Punkte. Schäbig. Das, dass ich die ganze Zeit geschossen habe. Sehr, sehr wenig. Sehr schlecht. Kann ich hier schnell einem beitreten? Ah, die Brüder sind im Gefecht. Mal gucken, ob ich auf sie treffe. Ah, ja. Sie sind bei mir im Team. Stabil, aber nur. Awesome.
Okay, dann müssen wir die Gang sammeln dann. Ah, Moon ist auch bei uns. Okay, diesmal könnte ich im starken Team sein. Two-Fig. Ja, Unknown ist auch mies. Unknown, der hat die, das war der mit den Mastodons eben. Ja, der ist sauber an die Decke gemacht eben. Das war schön. Ist halt auch eine beschissene Map für die Dinger. Dimmy, der Verrückte, ist da unten drin. Oh no, hier kommt einer. Ah, Two-Fig, der hat die Scheiß. Ist der hier durch? Knallt hier rein mit den Todfisch. Dude Fisch schießt der auf uns. Oi, 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 oi. Ah. Wo ist der, knallt hier rein? Gute Awesome ist an ihm dran. Na Mann, ey. Nett weggeknattert. Ah, eine Masto habe ich ihm weggenommen schon mal. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, die Moon ist noch ordentlich bewaffnet. Schon die andere funkt doch auch. Er funkt. Aua. Ja, jawohl. Das war schön. Ach, herrlich. Was? Und ich war nur. Hä? So wenig Punkte. Gefühlt war ich doch hier. Nein, ich habe noch wenige. Ich habe beim Falschen geguckt. Oh Mann, ey. Das war nüscht. Das war nüscht. Also, nee, eigentlich schon. Das war, ihr habt es gesehen, das war voll die starke Leistung. So, ich war. Der Held eigentlich. Held vom Erdbeerfeld. Oh, es geht direkt weiter. Nein, das war so ein Gegnerteam. Ah, oh, shit, ich muss unbedingt sammeln. Aber ich brauche eine Einladung, sonst kann er mich nicht. Weil er hat noch die normale Box und dann kann er mir nicht joinen, wenn ich ihn einlade. Das ist irgendwie so ein ganz dummer Fehler. Wenn er die neue Box hat. Deine, hello. Lädt die Leute ein. Servus. I'm your best friend. Ja. Timmy, der ist mein Bruder. Hauptsache Crossout. Crossout Bratan. Ja, wenn ich hier über den PC rede. Ich hab nicht so das perfekte Auto zum Pushen. Außerdem wird der Awesome mich holen kommen. Ich kenne ihn, ich muss hier bei dem anderen bleiben. In der Hoffnung, dass er mich nicht kriegt. Ja, ich habe ihn aufgedeckt. Oh, sorry. Gut. Ach, alles gut, alles gut. Drauf geschissen. Ah, wir sind hier so hässlich auf einem Haufen. Oh, 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 watch out, watch out. Von wo? Bebere, bebere. Nein, da kommt gleich der nächste. Scheiße. Ach, es bringt doch nichts. Ich kann mich sprengen. Vielleicht kann ich noch ein Stück mitten. Nein, das ist wirklich noch geklappt. Nein, und ich spreng mich. Scheiße. Ach, sie haben mich echt gut beschützt. Mein Spinny hat einigermaßen ausgehalten. Anna hat die Pox reingeschmissen hier. Jetzt gibt's keinen Morgen mehr. Korrekt. Korrekter Mundo. Na, läuft doch hier. Wie viele Matches muss ich noch gewinnen mit dem Maschinengewehr, bevor ich für der Feuer oder so nehmen kann? Das ist ja erfolgreich.
Ach, ich brauche gar keins mehr gewinnen. Okay. Sehr gut, diese. Na mal sehen. Moon, Demi ist wieder da. Noctis ist auch stark. Ein stabiles Team, also ein paar gute Spieler. Letztes Mal war gar nicht so schlecht, dass wir da alle so auf einem Haufen waren. Das war mein Glück. Und mein Pech, weil ich mich ja dann ermordet habe. Aber dadurch, dass wir alle so auf einem Haufen waren, kamen die Gegner dann rein und alle sind dann auf den gegangen. Ich glaube, ich gehe unten rum. Hier ist mir zu viel los auf der Brücke und ich bin dafür zu lahm. Die haben das auch gedacht, scheinbar. Oh, da hinten steckt einer fest. Ein kleines Sister habe ich noch bekommen, ja. Nein, we've lost one. Da hinten. Ah, der Noctis hat ihn ermordet. Ich habe nur so ganz kleine Stückchen abgekriegt von den Gegnern. Ja, wenn wir gewinnen, kann ich sagen, ich habe hier trotzdem äußerst wichtige Aktionen gemacht. Oh nein, ich muss den anderen helfen. Nee, ich komme. Jawohl, der gehört aber mir. Irgendwie habe ich sehr wenig Schaden gemacht. Es hat sich mehr angefühlt. Es waren nur 300 und es hat sich locker wie 500 angefühlt. Ach, ich hätte einfach eine Base. Ich habe nur überlegt, ob ich einfach eine Base bleiben soll. Da waren... Oh, hier ist er. Kommt er runter? Will er mich? Schieß einfach aus der Rede. Oder so. Jawolski, Jawolski. Irgendwie kriege ich mit dem Ding immer nur so wenig Punkte. Selten, gelegentlich schaffe ich es mal, dass ich mal ein MVP habe, aber ganz oft, muss ich sagen, habe ich mit dem Auto nur extrem wenig Punkte. Was irgendwie faszinierend ist. Vielleicht muss ich mehr auf den Kill gehen. Cool, ich habe so ein Ding gekauft, dann kaufe ich immer noch eins. Ich habe gerade gesehen, ich habe noch vier, aber wenn die gerade so billig sind, kann ich mich mal ein bisschen mit denen eindecken. Weil ich wieder mehr so ans Raiden gehe, ist es sehr gut, wenn ich die ganzen Dinge hab. So, das ist klasse. Gut, Preise bis hier angepasst. Also stabil. Wie sieht's denn aus hier mit, wie viel brauchen wir noch? Wir brauchen noch 272.000. Oh, das ist aber nicht mehr viel. Und dann haben wir endlich das Buggy-Bötchen. Sagt man das? Bötchen? Nee, hört sich falsch an. Bödenchen. Gut. Und die Teile hier. Dann sieht es sehr gut aus, wenn wir die U15 haben. Dann müssen wir hier
Wahrscheinlich mache ich hier gleich Weide und hole mir den Power Slide. Muss zwar sagen, die. Ach so, Steppenwölfe habe ich noch gar nicht. Auf 15. Ah, und die haben dann die schöne Verteidigungslinie. Ach, Scheißdreck. Also, es gibt echt noch viel zu holen. Ich muss demnächst, glaube ich, Fahnen bauen. Mir immer Fahnen dran klatschen. Das gibt es bei den Dornschildern. Da gibt es, glaube ich, nicht sowas, was ich jetzt so ultra wichtig. Na gut, das Ding ist auch nicht schlecht. Was gibt es hier unten? Steiß. Gut, das ist nicht verkehrt. In erster Linie ist natürlich alles geil. Aber ich habe erstmal hier die Flüge von den Scavengers, wo ich den zweiten schweren Flug. Und das hätte ich schon noch gern hier, aber ich glaube, ich kriege erst die Stufe. Ich kriege erst so einen dämlichen Behälter, glaube ich, bevor ich das hier kriege. Das ist natürlich kacke. Weil das wäre geil, gleich 6 Erkertürme. Der Erkerturm, der sieht ziemlich gut aus. Der ist zwar sehr schwer, das ist so ein riesen Kotflügelgerät. Das ist schon geil. Naja, aber auf jeden Fall erstmal das Buggy-Ding, da mal was Gutes. Und als nächstes dann der Powerslide. Und dann habe ich erstmal Ruhe. Oh, hier gibt es echt viel. Linker Bogen. Ja, was soll's. 270.000 Punkte, die machen wir noch klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Crossout-Spaß. Tschüss.